Im Anhang von diesem Buch von Gisela Steinlechner gibt es ein Interview, einen Fragenkatalog, also in etwa angelehnt an Marcel Proust. Ja? Der ist auch zum ersten Mal veröffentlicht worden. Das war ausgefertigt vom Leon Labarty, das war schon so vorgedruckt und man konnte dann die Antworten dazu schreiben. Ja? Zum Beispiel Name, Beruf, was ist das größte Unglück? Und diese Fragen hat dann der Herbig auch beantwortet. Und ich habe mir lange überlegt, wie kann man das am besten umsetzen. Ich habe ja die Stimme vom Herbig nicht mehr da und ich kann das keinem Radiosprecher geben, das wäre total peinlich, ich kann es auch nicht sprechen. Und ich habe mich jetzt entschieden, eine Computerstimme zu verwenden. Die Computerstimmen klingen normalerweise, auch gute Computerstimmen, Hochdeutsch. Ja. Und der Herbig war ein Mann aus Österreich und hat auch sicher Dialekt gesprochen. Und ich habe dann irgendwie ein Glück gehabt, eine Computerstimme zu finden, die Österreichisch spricht und noch dazu den schönen Namen Leopold hat. Also die Stimme, die Sie hören, ist eine generierte Stimme. Die Fragen stellt Sandra Kreisler und die Musik im Hintergrund stammt von mir. Mit gewissen Bezügen zu Mozart, dem erklärten Lieblingskomponisten von Ernst Herbig.